Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, grüße euch. So, das ist das erste Vlog nach anderthalb Monaten. Ihr hört, ja, ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört. Aber ich denke, ich melde mich doch einfach jetzt mal wieder zu Worte. Ja, mittlerweile habe ich schon wieder Internet. Mir wurde eine neue Leitung verlegt, heute, morgen. Und ja, jetzt kann ich wieder voll durchstarten. Wie gesagt, zweiter Computer, der läuft schon, der macht Updates. Ja, und der andere Computer, der steht hier, wie ihr sehen könnt. Haha, der hat ein neues Facelift bekommen. Und zwar habe ich einen neuen Gaming. Ja, ein Computertisch, aber sieht ja fast aus schon wie ein Esstisch, so groß ist der. Ja, habe halt umgeräumt. Hier ist praktisch halt. Hier, da gehen die ganzen Kabels rein. Ja. Da unten habe ich den Subwoofer stehen, also Beinfreiheit, ist nicht so wie dieses Ding, was ich vorher hatte. Ihr kennt das. Ja, das mit dem Greenscreen. Also wenn ihr noch einen Greenscreen für mich habt, das größer ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das zusenden würdet. Das Ding ist ein bisschen zu klein, um mich komplett drauf zu kriegen und so. Aber sonst, Technik läuft und passt wieder alles. Das Einzige, was stört, ist halt das hier mit den zwei Schwarzlichtröhren. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das wegkriegen soll. Ja, Gesamteindruck. Da hat mir LED verbaut unten drunter. Da hat die noch 5 Meter LED rumfliegen, also dran geklatscht. Geil! Hat der Fernseher natürlich auch. Ja, hier. Hab's jetzt aber nicht an. So, fürs erste Information: seit 1. September arbeite ich offiziell als Produkttester für Firma Osiris. Geile Sache, unser Chef, richtig netter Typ, richtig dufte. Und ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich nicht auf der Gamescom war. Ich hatte andere Sachen, ist aber auch jetzt egal, ist gelaufen. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Für die Leute, die sich darauf gefreut haben, mich zu treffen, entschuldige, dass ich euch wieder enttäuschen musste. Aber es lag diesmal nicht in meiner Macht und auch nicht die von Camillo. Das werden wir mal. Auf jeden Fall geht es weiter. Ein niegelnagelneues Let's Play habe ich für euch dieses Jahr rausgekommen, vor einem Monat ungefähr, also sprich kurz vor der Gamescom, nach der Gamescom, offiziell vorher als Beta. Ja, das gibt es für euch demnächst als Let's Play zu sehen bei mir, nicht alleine, sondern mit einem Kumpel zusammen, weil das ist ein Produkttest und wird auch als Dauerwerbesendung bei uns dann laufen. Also könnt ihr schon mal darauf einstellen. Formel 1 2017, das was im Fernsehen läuft, ist ja bald zu Ende, aber das von uns geht, das ist wieder los. So, also, das so als Info, zwischendurch auch wieder Dead by Daylight und Metro wird auch weiter laufen. So muss das sein. Ja, ansonsten gucke ich, dass ich mich jetzt mal an das neue Produkt dran hänge, was ich habe, so ein kleines Video für euch gemacht, damit ihr auch was davon habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Produkttest JBL. Charge 3 und bis dahin, bleibt fleißig weiter dran und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, ansonsten einen Kommentar und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.